Hallo und willkommen wieder bei Kingdom Come Deliverance. Ja, ich habe mal zwischen den Folgen etwas meine Rüstung aufgewertet. Und wir sind jetzt wieder dabei, die Hauptquest zu machen. Und zwar heißt die Belagerung. Und in der Zwischenzeit, wo ich dann unten war, ist der Tribok fertig, der auch, glaube ich, da hinten zu sehen ist. Und den sehen wir uns jetzt mal an. Ja. Mit wem muss ich sprechen? Mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Ach, das war nur der erste Schuss. Der Tribok muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Das arme Hühnchen. Vector, aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Herr, Sie kommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Atme. Das wird schon wieder. Wer kommt? Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex von Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Das wird ein Gemetzel. Meine Herren, Toss Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... Sind wir erledigt, wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihnen dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen auch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Achtung! Ich wollte mich den Skarlitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Skarlitz. Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Herr? Dich, Heinrich. Aber das ist
Ja, ich bin aber kein Held. Herr, glaubst du wirklich, ich wäre den Männern ein Vorbild? Heinrich, ohne dich wäre ich heute nicht einmal mehr hier. Jeder weiß das, außer dir, wie es scheint. Du und eine Gruppe Skalitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Verstanden, Herr. Das wollte ich hören. Wenn du bereit bist, schließ dich den Skalitzern an. Die versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Hatay. Ja. Wenn ihr denkt, dass ihr die gesamte Belag... Gut, dann machen wir das. So, wir müssen uns aufs Schlachtfeld begeben. Und wenn es eines gibt, auf das wir in Talmberg stolz sind, dann darauf, die Ehre unserer Ziegen zu verteidigen. Die Ehre unserer Ziegen, ja. Alles klar. Mich wundert, dass hier die Leute aus dem Steinbruch nicht böse auf uns sind, weil wir hier die Löhne geklaut haben. Aber die scheinen das gut weggesteckt zu haben. Männer. Halt! Halt! Oh, ich kann einen Bären sammeln. Ruhig, ruhig. Wartet noch ein wenig. Noch nicht. Thank you.
Hey, ich will raus hier. Geil, das haben wir gut gemacht. Oh Mann, da müssen wir auch helfen. Der muss weg. Das hier ist Ihr Anführer. Was, dieser Bursche? Erweise mir gefälligst mehr Respekt, Divish. Den wirst du brauchen, wenn du vor Istvan niederkniest. Oh, na sowas, der Welpe zeigt Zähne. Istvan, sagst du? Nicht Herr Istvan? Oder Herr Toss? Wie nahe steht ihr zwei euch? Ich kenne ihn. Das ist Erik, Toss Hauptmann und rechte Hand. Na, endlich. Eine gute Nachricht. Fesselt ihn und bewacht ihn gut. Diese Bastarde wollen unseren Trebok zerstören. Oh nein. Moment. So, Familienbanner heißt die Quest. Und wir beschützen erstmal den Tribok, weil ich will da keine Risiken eingehen. Es gibt bestimmt einen Weg, dieses Visier hochzuklappen, oder? Ach du Scheiße. Ey, das war voll rein. Hey, wo sind meine Leute? Mist!
Scheiße. Ey, wieso macht er das nicht, was ich mache? Ich drücke da drauf. Ey. Alter. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt echt, wir würden hier verlieren. Und? Der Schaden ist nicht zu groß. Also können wir schießen? Nicht so schnell. Herr, worauf warten wir noch? Du hast seine Drohung gehört, Robert. Willst du, dass er Ratzig und meine Frau umbringt? Wir müssen unsere nächsten Optionen abwägen. Und außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Aber wie locken wir die Ratten aus ihrem Nest? Herr, ich hätte deine Idee. Was, wenn wir die Geiseln austauschen? Er war der Hauptmann in Vranik und brachte Istvans Verstärkung hierher. Er scheint Toss sehr nahe zu stehen, würde ich sagen. Womöglich kann er uns etwas mitteilen. Und vielleicht ist er seinem Herrn ebenso wichtig wie Herrin Stefanie und mein Vater für uns. Du bist wahrlich deines Vaters Sohn. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und du hast recht. Wir verhören diesen Mistkerl. Und dann werden wir weitersehen. Hol dich aus und komm später zu mir. So, ja, ausruhen, genau. Mach ich nachher. Fang an zu reden oder sprich dein letztes Gebet. Nur zu. Ich verrate mal. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Herr, ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geistlichen, nicht wahr? Gerüchten zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hatte, dem Glaubensleben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und ließ sich hier nieder. Gewiss kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Lastern verstehen. Gott behüte dich. Und denn, Erik. Erik, stimmt doch, oder? Wie es aussieht, wurde der Spieß umgedreht, nicht wahr? Fick dich. Du musst an deinem Ton arbeiten. Wenn du dich zu benehmen weißt, überlebst du vielleicht. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Und du überlegst dir besser gut, wie du sie beantwortest. Wer ist dieser Toss? Ein Weise, genau wie ich. Die Türken töteten seine Eltern, also begann er, sie zu töten. Da Sigismund Männer wie ihn brauchte, ging er in dessen Dienst. Wessen Befehlen gehorcht er? Hörst du nicht zu? Ich hab doch gesagt, dass er für Sigismund arbeitet. Wie viele Männer hat er in der Burg? Woher soll ich das wissen? Anfangs waren wir fast 70 und nun ist vermutlich nur die Hälfte übrig, wenn überhaupt.
aber immer noch mehr als diese Burg je beherbergte. Und genug, um sie zu verteidigen. Was hat er vor? Bist du wirklich so blind? Er wird Wenzels Verbündete vernichten. Euch. Woher kennt ihr euch? Was spielt das für eine Rolle? Pass auf. Toss hat Geiseln in der Burg und wir haben dich. Wie wäre es mit einem Tausch? Hältst du ihn für einen Narren? Glaubst du wirklich, er würde das Einzige aufgeben, das euch davon abhält, anzugreifen? Dem würde er nie zustimmen. Bete lieber, dass er es tut. Denn falls wir angreifen, bist du wertlos für uns. Was glaubst du, wird wohl aus einem nutzlosen Banditen wie dir werden? Mit dir vergeude ich nicht länger meine Zeit. Du hättest deine Haut retten können, doch wie es scheint, ist dir die deines Meisters mehr wert. Ich muss meine Haut nicht retten. Ishtvan wird das tun und jeden einzelnen von euch umbringen. Warum sollte er dich retten? Er wird dich opfern wie seine Männer in Vranik und Pribislavitz. Du bist nichts weiter als ein gewöhnlicher Schurke. Du weißt gar nichts. Er wird mich retten und jeder, der mir auch nur ein Haar krümmt, wird teuer dafür bezahlen. Jetzt bin ich neugierig. Deshalb sollte ihm so viel an dir liegen. Bist du etwa sein Geliebter? Du würdest es nicht verstehen. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre nichts aus ihm herauszubekommen. Doch dann begann er zu singen. Ich dachte, du seist zu zaghaft. Doch wie es scheint, hat sich deine Herangehensweise als richtig erwiesen. Gut gemacht. Wie dem auch sei, augenscheinlich ist der Junge kein gewöhnlicher Halunk und glaubt, Toss wichtig zu sein. Die Frage ist, liegt diesem Bastard Toss genauso viel an unserer Geisel, wie uns an seinen Geiseln? Nun, Divish, es scheint, es ist an der Zeit herauszufinden, wie sehr Toss unsere Gefangenen schätzt. Möchtest du selbst mit ihm verhandeln? Ich werde dir das überlassen, Hanusch. So sei es. Ich gebe mein Bestes. Bringt den Gefangenen zum Wehrgang. Herr Ishtvan! Was ist denn? Hat unser Besuch euch etwa überrumpelt? Ein wenig. Doch wir haben es uns äußerst bequem gemacht. Und dieser Kamerad genießt unsere Gastfreundschaft so sehr, dass wir ihn nicht mehr loswerden. Wie es scheint, haben wir eine Pattsituation. Vielleicht ist es Zeit, dass unsere Gäste nach Hause zurückkehren. Nie und nimmer. Haltet ihr mich etwa für einen Narren? Seid gewarnt. Wenn Erik etwas zustößt, soll sich jeder meiner Männer mit dieser Dirne vergnügen und ich lasse Kobilla zu Gulasch verarbeiten. Edel gesprochen, euer Gnaden. Doch woher weiß ich, dass dies nicht schon geschehen ist? Divish, es tut mir leid. Grüß euch, Freunde. Keine Angst, Herr Toss behandelt uns wie Könige. Wie du siehst, fehlt ihnen nichts. Aber wenn du eine Dummheit begehst, Hanusch, wird sich das schnell ändern. Wie es scheint, bedeutest du deinem Herrn herzlich wenig, Junge. Fahr zur Hölle. Tut mir leid. Wie es scheint, ist es nicht so einfach. Nun, zumindest leben sie. Ich hatte mir sowieso nichts davon erhofft. Er wird ihn nicht zuleide tun, solange wir den da haben. Tja, Freunde, was schlagt ihr vor? Wir werden wohl oder übel angreifen müssen. Das Risiko ist groß, Robert, mit Stefanie und Dratzig in ihrer Gewalt. Herr, ich weiß, wie du dich fühlst, aber Toss ist kein Narr. Sie sind sein letzter Trumpf. Er wird ihnen nichts tun, solange er sich seines Sieges nicht sicher ist. Würdest du dasselbe sagen, wenn es deine Gattin wäre? Oder dein Vater? Wir haben keine andere Wahl, oder seht ihr das anders? Wir verfügen nicht über genügend Vorräte für eine Belagerung. Insbesondere, da Räuberbanden und Sigismunds Häscher das Land unsicher machen. Toss wird einem Austausch nicht zustimmen, und selbst wenn, müssten wir ihn ziehen lassen.
Mit seiner Herrscher wäre er uns bis zum jüngsten Tag ein Dorn im Auge. Herr, eine Nachricht. Um was geht es? Markgraf Jobst naht mit seinem Gefolge heran und will dich sprechen. Jobst, sagst du? Na gut. Was hat er hier zu suchen? Wer ist Jobst? Jobst von Luxemburg, der Vetter von König Wenzel und Sigismund. Er ist der Markgraf von Mähren. Erst vor einem Jahr kollaborierte er mit Sigismund und der Herrenvereinigung. Er verriet König Wenzel und dessen Verbündeten Prokop. Und nun hat er die Seiten gewechselt und sich selbst zum Anführer der Rebellion gegen Sigismund ernannt und möchte nun König Wenzel befreien. Wie ein Fähnchen im Wind. Dennoch ist unser Vorgehen entschieden. Wir können Jobst schließlich nicht vor unserer eigenen Burg in Zelten empfangen wie Zigeuner. Ich fürchte, du hast recht, Hanusch. Nun denn, lassen wir die Männer noch etwas ruhen, danach greifen wir an. Komm zu mir, wenn alles bereit ist. Thank you.